Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Und NSK, führender Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu den Auto News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Monika Papelau. Porsche erfolgreicher denn je. Der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen hat im vergangenen Geschäftsjahr den höchsten Gewinn der Firmengeschichte erwirtschaftet. Der Überschuss betrug 1,46 Milliarden Euro bei einem Umsatz von knapp 11 Milliarden Euro. Bereits vergangene Woche hatte Porsche seine Bilanz präsentiert, das Ergebnis unterm Strich aber noch ungenannt gelassen. Im laufenden Jahr soll die Produktpalette um den Macan, den kleinen Bruder der Geländelimousine Cayenne, wachsen. Das Verkaufsziel liegt bei 50.000 Einheiten jährlich. Bis 2018 wollen die Zuffenhausener über alle Modellreihen hinweg 200.000 Autos pro Jahr absetzen. 2011 waren es annähernd 120.000 Fahrzeuge. Zuletzt hatte Porsche seine 911er Produktion auf das VW-Werk in Osnabrück wegen sehr starker Nachfrage ausgeweitet. Alfred Rieck wird neuer Opel-Vertriebsvorstand. Opel-Chef Karl Friedrich Stracke baut das Management des deutschen Autobauers weiter um und holt den Ex-Skoda-Manager Alfred Rieck in die Führungsetage des Rüsselsheimer Traditionsunternehmens. Stracke hatte den Posten zuletzt in Personalunion ausgeübt, nachdem der bisherige Marketingvorstand Alain Visser innerhalb des GM-Konzerns zu Chevrolet gewechselt war. Der 55-jährige Alfred Rieck hatte im Januar 2006 die Position des Sprechers der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland übernommen. Unter seiner Regie wurde Skoda die stärkste Importmarke in Deutschland. Im August 2009 wechselte der Manager als Präsident der Marke Skoda nach China. Nissan belebt Datsun als Einstiegsmarke neu. Carlos Ghosn, Präsident von Renault-Nissan, gab jetzt bekannt, dass Nissan seine vor mehr als 30 Jahren eingestellte Marke Datsun als Einstiegsmarke wieder auferstehen lassen will. Bereits auf dem Genfer Autosalon hatte er angekündigt, dass der japanische Autobauer eine eigene Billigmarke für die Schwellenländer schaffen werde. Vor allem in Indien, Russland und Indonesien sollen Marktanteile erobert werden. Neben Pkw werden auch leichte Nutzfahrzeuge ins Datsun-Programm aufgenommen. In Indonesien will Nissan in den kommenden 2 Jahren 400 Millionen Dollar investieren, um die neue Marke breit auszurollen und um die Produktion bis 2014 zu verdoppeln. Datsun war 1931 in Japan zunächst unter dem Namen DAT gegründet worden und dann 50 Jahre lang als Marke weltweit präsent. 1933 übernahm Nissan die Marke und benannte sie in Datsun um. Volvo-Chef sieht wenig Chancen für Elektroautos. Stefan Jacobi, Chef des Autobauers Volvo, sieht die offiziellen Prognosen für den Verkauf von Elektroautos als zu optimistisch und fordert eine europaweit einheitliche Verkaufsförderung. Die Zahl von nur rund 50.000 Elektroautos, die weltweit 2011 zugelassen worden seien, sei ernüchternd. Hauptgrund sei die deutliche Zurückhaltung der Kunden. Außerdem seien die Autos zu teuer und die Reichweiten zu gering, um einen Massenmarkt zu erreichen. Er prognostiziert einen Marktanteil von 3-5% bei den Neuzulassungen einschließlich Elektrohybridwagen und höchstens 1% Gesamtmarktanteil. Von der EU verlangte Jacobi Vorgaben für die Förderung von reinen Elektroautos. Diese müsse sich an China und den USA orientieren, die große Summen für Forschung und Entwicklung bereitstellen.
Michelin droht Kurzarbeit. Der stark rückläufige Pkw-Absatz in Westeuropa macht dem französischen Reifenhersteller Michelin offenbar schwer zu schaffen. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte nun einen Medienbericht, demzufolge das Unternehmen die Produktion von Autoreifen in diesem Jahr bereits so weit zurückgefahren habe, dass in dem deutschen Standort in Bad Kreuznach mit rund 1.600 Beschäftigten Kurzarbeit drohe. Im rheinland-pfälzischen Werk sind bereits bis Ende April rund 10 produktionsfreie Tage fest eingeplant. Die Mitarbeiter sollen diese entweder über Arbeitszeitkonten oder über Urlaub ausgleichen. Wie die geplante Produktionsabsenkung im Mai und Juni umgesetzt werden soll, wird derzeit zwischen Werksleitung und Betriebsrat verhandelt. Skoda erfolgreich auf Wachstumskurs. Das Jahr 2011 war für den tschechischen Automobilhersteller Skoda das bislang beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Die Auslieferungen an Kunden stiegen von Januar bis Dezember 2011 um 15,3% auf rund 879.000 Fahrzeuge. Zugleich wuchs der Skoda-Umsatz um rund 18% auf 10,3 Milliarden Euro und übertraf so erstmals die 10 Milliarden Euro-Marke. Für die kommenden Jahre sieht sich das Unternehmen gut gerüstet und will mit neuen Modellen und verstärkter Internationalisierung den Absatz bis zum Jahr 2018 auf mindestens 1,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern. Das waren die Auto News für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe.